Start mit erster Folie, damit fangen wir an. H0-Material im Plastikmodellbau. Workshop auf dem DPV-Konvent 2014, von mir gehalten und auch das ist mein Club. Ach stimmt, ja, nicht von mir, sondern von Dr. Michael Brotecker, ich trage es nur vor. Okay, die Frage, wozu in die Ferne schweifen, wenn der Krempel ist so nah? Warum sollen wir uns eigentlich mit Eisenbahnmodellbaugeschäften beschäftigen? Warum sollen wir da reingehen als gestandene Modellbauer in so ein Eisenbahnmodellbaufachgeschäft? Weil man da durchaus interessante Vorbilder finden kann. Vor allen Dingen, weil man preisgünstige Alternativen findet. Wenn man Dioramenbauer ist, gerade im 72er Bereich, da zielt es jetzt hauptsächlich drauf ab, weil 87 und 72 ist relativ nah aneinander. Und weil man bei H0-Material in jedem Fachgeschäft für Eisenbahnen fündig wird. Also wenn ich bei uns im Emsland, im Osnabrücker Raum, im Münsterlandraum nach Modellbaufachgeschäften suche, bin ich ganz schnell ganz aufgeschmissen. Also in Münster wüsste ich ein einziges Fachgeschäft, der BIMO, der noch ein bisschen Plastikmodellbau hat. Okay, ja, der P47, der ist auch noch da. H0-Material finde ich fast an jeder Ecke, ist mir aufgefallen. Also auf jeden Fall mehr als Plastikmodellbaumaterial. Dieses Material ist also einfacher zu finden einfach. Und weil man das Material relativ einfach bearbeiten kann, ist es in der Regel Plastik oder Pappe. Mit beiden Materialien können wir linkshändigen Modellbauer einigermaßen umgehen. So, was gibt es überhaupt? Alles. Im Grunde wirklich alles. Also wir können im Eisenbahnzubehör im Bereich vom Mülleimer über Zäune und sonstige Ausgestaltungselemente, das ist ein schönes Wort, bis hin zu fertigen Häusern im Grunde alles haben. Ja? Wir können Figuren kaufen. In 87 ist immer so eine Sache, die passen nicht immer zu 72er Sachen. Aber ich habe ein kleines Diorama gebaut mit einem Autoblinder 41 von Italieri in 72 und habe dazu eine Mutter mit Kinderwagen bestellt, die ihrem Liebsten Adieu sagt. Ja? Das fällt überhaupt nicht auf, dass die Frau in 87 ist. Wenn man es nachmessen würde, würde man sagen, okay, Italienerinnen sind halt etwas kleiner. Wir haben den Vorteil, dass wir, da kommen wir noch drauf, modulare Gebäudebausätze kaufen können. Das heißt, wir müssen nicht ein Haus kaufen, was fertig ist, sondern wir können wirklich Module kaufen. Wir können 5 verschiedene Spundwände kaufen, wir können 3 verschiedene Fenstereinsätze kaufen und können daraus ein eigenes Haus quasi bauen. Ja. Ja, also man muss einfach auch ein bisschen ab und zu geben können. Also ich meine, wenn ich hingehe und wirklich maßstabsgenau arbeiten will, dann funktioniert das mit H0-Material selten, weil dann ist die Tür ist zu klein, die Fenster sind zu klein, die Toreinfahrt ist zu klein, natürlich ist sie zu klein. Aber wenn man sagt, okay, wir können damit leben, diese Abweichung, und haben den Vorteil, unheimlich viel Material zur Hand zu haben, das muss man für sich selber natürlich auch ausmachen. Ne? Wir finden Unmengen von Grünzeug. Wenn ihr euch hier umguckt bei den Fachhändlern, was die hier an Grünzeug stehen haben, was eigentlich für den Eisenbahnbauabschnitt gedacht war. Wir finden viel Straßenmaterial, wir finden einfache Papiermodule, da zeige ich dann nachher im nächsten Workshop noch was draus. Und wir finden auch komplexe Echtholzbausätze, also Busch ist da momentan so der führende große Hersteller. Es gibt auch andere kleine Hersteller, ich erinnere an Fredericus Rex zum Beispiel mit ihren holzgelaserten Bausätzen. Also man kann wirklich alles haben, einfach bis überteuert oder zumindest sehr teuer. So, und was kostet das? Teuer. Die Bandbreite ist beim Preis genauso riesig wie bei der Auswahl. Wir können taschengeldfreundliche Zubehörteile kaufen. Da steht wirklich ganz vorne, auch nicht nur, weil es unser Fördermitglied ist, sondern weil es einfach so ist, Auhagen, die wirklich günstige Sets ausgeben, die man sich wirklich noch leisten kann. Wir können mittelpreisige Ausgestaltungselemente kaufen, Faller, Busch, was auch immer, und auch hochpreisige Komplettbausätze. Das gibt es natürlich auch, da bezahlst du locker für ein Haus wirklich 50 Euro. Das ist keine Seltenheit. Für jeden Geldbeutel das richtige Zubehör. Man muss wissen, was man will. So, jetzt habe ich im Grunde einfach nur noch Beispiele, was alles machbar ist. Also ich habe extra die Firma immer dazu geschrieben. Von Busch gibt es zum Beispiel solche Absperrungen. Kann ich hier rumlaufen? Ja, kann ich, ne? Das geht nicht. Das sind 10 Metallpfosten, die sieht man, glaube ich, ganz gut, plus einer jeweiligen Absperrkette, die ist brüniert, beides aus Metall, kostet so um die 10 Euro. Damit kann man zum Beispiel prima, wenn man ein Straßenmodul machen will, so Absperrungen machen für den Gehweg. Also Gehweg, Straße, so eine Absperrung, sowas gab es ja. Muss man einfach nach Vorbildfotos arbeiten. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, eigentlich, wenn ich sowas einsetzen will, im H0-Zubehör zu gucken. Ich hätte halt irgendwie versucht, da bei Verlinden irgendwas zu finden oder was ich aus der Tschechischen Republik irgendwie einen Resinsatz zu finden. Ja?
mit fotogeätzten Ketten, aber dass Busch so ein Ding einfach im Programm hat und das fällt in 72 überhaupt nicht auf, dass das 87 ist. Also, und es ist relativ günstig. Ja? So, wir können zum Beispiel hier solche Wellblech-Garagen verwenden. Da ist sogar eine Inneneinrichtung dabei. Hebebühne, Werkzeugwagen, Schweißgerät, Werbemotive zum Ausschneiden. Gut, die lassen wir dann weg in der Regel, ne? Aber eine Hebebühne, Werkzeugwagen und Schweißgerät kann man ja irgendwie in 72 eventuell einsetzen. Und du hast eine schöne Wellblechhütte mit einem Original, ich würde jetzt gerne zeigen, mein Laserpointer ist auch kaputt, mit einem Original Holztor, also wirklich aus Holz. Ja? Ist ganz hübsch, Preis, ich glaube um die 15 Euro, also auch nicht gerade billig, aber die Ausstattung macht es halt. Das ist eine Sache, die ich für, ganz ehrlich, nicht besonders notwendig halte für uns Modellbauer, eine Packung mit Bauholz. Ich meine, da gehe ich einmal, kaufe ich mir einmal Streichhölzer oder und brüniere die, nicht brüniere, sondern arbeite die ein bisschen braun ein, aber man kann es auch fertig kaufen. Also für die Lazy Modeler, die gar keine Lust haben, die können sich einfach eine Packung Bauholz kaufen und das irgendwie als Schalholz oder was auch immer verwenden. Ja? Man muss immer wissen, was man will. Natürlich sind viele Sachen, die ich mir fertig kaufe, dann würde ein Modellbauer sein, dann würde der Heinz zum Beispiel sagen, Mensch, das kannst du doch ganz einfach selber Holz und ein bisschen Farbe und so. Sag ich, du, ich habe da kein Geschick für oder ich habe da keine Zeit für, ich will es fertig hinstellen, basta. Man muss wissen, was man will. Ja? Und wer meint, er kann sein Bauholz fertig kaufen, okay, warum auch nicht? Die Firma Busch in Fernand freut sich. Ist so. Jeder muss wissen, wie er das haben will. Man kann keinem vorwerfen, dass er fertige Sachen gekauft hat, bist du bekloppt? Ne? Dann sagt er, wieso? Dann ist es okay so, ich kann es mir leisten, ich möchte es haben, fertig, Punkt, Diskussion beendet. Ein Fahrzeugunterstand. Also unten ist der Unterstand, oben das sind so Schüttmittel-Beton-Dinger. Aber der Fahrzeugunterstand selber ist eigentlich gar nicht mal so übel. Ja? Für 87 perfekt, für 72 könnte man ja noch irgendwie ohne die Hebebühne für irgendwas verwenden. Wir haben einen wunderbaren Flaschenzug hier ganz links. Ja, den sieht man hier. Das kann man wunderbar für ein Reparaturdiorama, weiß ich, Winter 43 Leningrad, Liga 1 wird repariert. Jetzt mal so rumgesponnen, irgendeine Idee. Dafür könnte man sowas verwenden. Ein bisschen Schnee drauf und fertig. Sowas ist toll. Eine komplett aus Holz geleserte Scheune von Busch. Ja? Da kannst du tolle Sachen mitmachen. Ne? Eine offenstehende Scheune, du kannst noch ein bisschen Stroh hinein, das kann man ja auch fertig kaufen. Ja? Heuballen dazu packen, du kannst eine Bäuerin und einen Soldaten, der gerade und so. Ja? Da kann man wirklich witzige Szenen machen, die man so am Rande hinstellen kann. Da können vorne martialische Tigerpanzer und Shermanpanzer rumkaspern und im Hintergrund so eine witzige martialische Szene halt. Ja? Warum nicht? Belebt das Diorama und das Teil ist ratzfatz zusammengebaut. Ja? Sowas ist auch nicht schlecht. Fabrikgebäude, die kann man, weil die modular aufgebaut sind, jederzeit auch umbauen. Das heißt, ich kann mir überlegen, was will ich, wie hoch soll das werden, wie breit soll das werden. Es gibt Zubehörsets dazu. Ja? Kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Eine Fabrik, also jetzt, mir fallen so auf spontan, was ich, 42 Dezember, Stalingrad, Fabrik Magnitogorsk ein oder so. Da könnte man was draus machen als Hintergrund. Zum Beispiel. Ein Kasernengebäude, auch nicht keine schlechte Idee. Wenn man einfach mal eine Kaserne darstellen will mit modernen Bundeswehrfahrzeugen von Ravel oder was auch immer, feine Sache. Man sollte nicht unbedingt einen 72er Soldaten genau an die Tür stellen, das würde auffallen, aber die Kaserne, das Kasernengebäude im Hintergrund mit dem Erweiterungsset, die Fahrzeuge davor, kein Problem. Und ich denke mal, es wird kein vernünftiger Modellbauer hingehen und wird nachmessen, wie hoch der Türsturz ist. Und dann sagen, das ist aber nicht 1:87, das ist 1:88,39. Ja? Ich gebe zu, bei einem Modell, Stichwort Eduard BF109G, da misst man nach und wundert sich. Ja? Aber bei so einem Hintergrundgebäude wird kein Mensch auf die Idee kommen, nachzumessen. Hoffe ich so. Es gibt große und kleine Menschen, es gibt große und kleine Architekten und die haben halt einen kleinen Türsturz gebaut. Fahrzeughallen, perfekt für alles Mögliche zu verwenden. Die gibt es auch in Alt, also nicht in modernen Beton, sondern auch in Alt. Sowas ist auch perfekt. Weidezäune. Die gibt es in einer unglaublichen Fülle von Variationen. Von wirklich fast allen Firmen. Von Busch, von Auhagen, von Faller, von ich weiß nicht was. Damit kann man prima Dioramen fertig machen. Und ob die nur 1:87 sind oder 1:72, mal ganz ehrlich. Ja? Das sind ja keine DIN ISO 9001 gefertigten Weidezäune, sondern die werden halt zusammengebaut. Ja? Und die sind halt dann ein bisschen kleiner notfalls. Steinmauern mit Toren finde ich auch sehr hübsch. Ja?
die kann man auch für Dioramen. Ich habe mal ein schönes Diorama gesehen, Siebenjähriger Krieg, irgendwelche preußischen Grenadiere aus Zinn, ja, die dann so eine Straße entlang laufen, auf dem Weg nach, keine Ahnung, irgendwohin, in irgendeine Schlacht halt. Ja. Die laufen an so einem Kirchen, an so einer Kirchenmauer vorbei. Warum nicht? Ja? Wieder Zäune von Busch. Diese Bretterzäune unten sind eigentlich auch ganz schön. Die kann man vielleicht sogar prima als Verschalung für Schützengrabenelemente verwenden, zum Beispiel. Wenn man es sich selber macht. Ja, einmal zu McDonalds gefahren und die ganzen Holzdinger mitgenommen. Ne? Und auf die Frage, was machen Sie denn? Ich bin Modell. Okay, dann gehen Sie mal, ist schon okay. Ne? Habe ich schon so erlebt. Ja, ist schon gut, gehen Sie mal. Kennen wir schon. Die waren schon dreimal da heute. Ne? Perfekt dafür zu verwenden. Naturzaun ist jetzt ein bisschen verschoben, weil ich mir gestern das Bild eben von der Faller-Homepage genommen habe. Müsste eigentlich gerade sein. Soll wohl eine peppige Präsentation sein, keine Ahnung. Gettysburg. Ja, Pickett's Charge. Weil die an dem Zaun gescheitert sind. Da war Feierabend für die Südstaaten. Ne? Könnte man wunderbar ein Diorama bauen. Südstaatenfiguren in 72, Pickett's Charge. Bleiben am Zaun hängen. Das Ganze in Aktion sieht ganz hübsch aus, finde ich. Und da könnte man die 72er Gestaltungselemente mit einbauen. Da könnte man im Hintergrund das Haus, im Vordergrund der Zaun und irgendwelche Soldaten auf einen Zaun lehnen. Einer macht Pipi irgendwo in die Ecke, die Bäuerin schimpft, geht da weg oder irgend sowas. Da kann man wunderbare Sachen, wunderbare Szenen machen. Es muss nicht immer gestorben werden. Milchkannen und Bierkisten. Das Foto ist sehr schlecht, ich gebe es zu. Milchkannen und Bierkisten. Warum nicht? Ein modernes Diorama. Die haben halt einen Haufen Bierkisten auf ihrem Leopard im Manöver. Irgend sowas halt. Ja? Und haben ihren Spaß. Frankreich, Kilometersteine, fertig, so wie sie da sind, wie auf dem Foto zu sehen. Ich glaube, 10 Stück sind drin, 5, 6, 7 Euro so die Ecke, bevor ich die selber schnitze. Ganz, also ich würde dann sagen, okay, ich gebe das Geld dafür aus und habe ein paar Kilometersteine, Benelux, Frankreich, perfekt. Bisschen kürzen in der Höhe wäre ganz sinnvoll. Ist ein Gestaltungselement, was auf vielen Dioramen einfach fehlt, weil keiner dran denkt. Ja, der Panzer 3 ist perfekt gealtert mit allen Pipapo und der Auspuff ist genau auf die 3,58 mm gebohrt, aber einen Kilometerstein siehst du nirgendwo. Perfekt, Telegrafenmasten. Ich habe die jetzt hier von Auhagen, könnt ihr auch gerne mal reingucken, deswegen liegen die Sachen hier. Diese Telegrafenmasten haben den riesen Vorteil, an jeder Straße, egal wo du bist, wo irgendwie Zivilisation herrscht, ist ein Telegrafenmast. Ja? Ich stelle mir ein Diorama vor, Juli 41, irgendwo in den Tiefen der russischen Weite. Ne? Da sieht es einfach klasse aus, wenn zwei, drei Telegrafenmasten da stehen. Einer ist umgeknickt, der Draht hängt runter und weiß ich was. In der Ecke steht ein LKW und halb umgekippt. Ganz einfache Gestaltungselemente. Ich brauche einen LKW, ich brauche ein bisschen Fingerfertigkeit, um ein Gelände zu modellieren, eine Straße. Und da stehen halt zwei, drei Telegrafenmasten. Hier sind, ich weiß nicht, wie viel drin, ich glaube 12 Stück. In so einer Auhagenbox für 5 Euro sind 12 drin, also einmal mit, einmal ohne Ständer. Da kannst du schon ganze Straßenzüge mit ausstatten. Das sind einfach so Gestaltungselemente, auf die man gar nicht erstmal achtet. Ne? Aber die im Endeffekt so das Diorama einfach ausmachen. Und wenn dann am Telegrafenmast noch ein kleiner Hund das Beinchen hebt, dann ist das i-Tüpfelchen geschafft. Eine Steinbrücke. Ja? Das ist jetzt eine relativ langweilige, moderne Steinbrücke, aber sowas gibt es auch in Alt. Ne? Kann man wunderbar für alles Mögliche einsetzen. Da können LKWs drüber fahren, wenn wir es bei Dioramenbau und Militär bleiben. Ja? Da kann auch einfach nur ein Pferdevorgang drüber fahren in 72, das fällt gar nicht auf, dass das ein bisschen breiter ist. Ja? Und ein paar... Ja? Du zweifelst? Müssen wir ausprobieren. Ja? Sagst du, das passt nicht so richtig zusammen? Okay, dein Wort gilt in diesem Falle. Du hast da mehr Ahnung von. Gut. Einfach weiter mit. Was auch gut einsetzbar ist, meines Erachtens, was ich gerne verwende, was ich auch nachher beim Workshop verwende, sind Dekoplatten. Die gibt es in Plastik und in Papier und die gibt es auch in so einem Debron-Schaum. Plastik sind sie einfach nur Plastik, wie wir es kennen. Das muss lackiert werden, das muss gealtert werden, kann man prima einsetzen, wenn man wirklich stabile Verbindungen, stabile Elemente einbauen will. Ne? Ja. Ja. Ne? Und die gibt es auch in relativ dicker Pappe, sind immer zwei drin, die sind relativ groß, die bringe ich nachher mit. Da kann man prima mitarbeiten, da kann man alles Mögliche mitmachen. Also man muss überlegen, was man damit anfangen will. Wenn man nur verkleiden will, hat man so vorlackiert, die sind fertig einzusetzen, von so zurechtzuschneiden. Was denen allerdings fehlt, ist dieser 3D-Effekt. Ja? Die sind halt zwei, die sind plan. Das sind einfach nur gedruckte Pappträger. Da muss man überlegen, was man einfach damit machen will. Aber die Möglichkeit ist da.
das Ganze als Natursteinpflaster. Sieht natürlich als Pappplatte ziemlich öde aus. Da wäre jetzt eigentlich angesagt, wirklich jeden einzelnen Stein quasi auszuschneiden, einzeln aufzukleben und die Verbindungen wiederum wieder mit irgendwas zu füllen. Dann sieht es realistischer aus. Man muss wissen, was man will. Der eine sagt, das geht gar nicht, so einen gedruckten Kram. Und der andere sagt, auch mir reicht das. Es muss einfach jeder wissen, was er will. Und es muss jeder nach seiner Fassung in dem Fall selig werden. Und wenn jemand sagt, okay, mir reicht so eine Platte, dann reicht ihm so eine Platte. Ja. Es gibt von Auhagen Ziegelmauern, die sind jetzt wirklich aus Plastik, sieht man ja, Spritzguss. Ne? Die müssen im Grunde nur noch lackiert werden. Verwittert, gealtert, alles Mögliche. Aber die Mauer selber ist da, man hat keine große Arbeit damit. Dachrinnen und Fallrohre gibt es. Ich meine, sowas fehlt an vielen Modellbauhäusern auch. Gerade bei Wargamern fällt das unheimlich auf. Die bauen ihre fünfteiligen Bausätze zusammen und sind glücklich damit. Die werden toll angemalt, toll gealtert, toll verwittert, aber ein Fallrohr findest du da keine. Dachrinnen haben die keine. Ne? Mit so Ausgestaltungselementen könnte man solche Bausätze ungemein aufwerten. Und ob das nur 87er Dachrinne ist oder 72er, das muss mir erstmal einer nachmessen. Ja? Dachpfannenplatten, Plastikplatten und Dachpfannen. Gibt es in 1000 verschiedenen. Ich habe jetzt nur ein einziges Foto rausgesucht. Gibt es in 1000 verschiedenen Variationen. Einfacher kann man ein Dach nicht mehr bauen. Das muss da nur ordentlich bemalt werden. Das ist die Hauptsache dabei. Es muss vernünftig lackiert und vernünftig verwittert werden. Dann sieht das klasse aus. Okay, das gibt es natürlich auch. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Diese Baumsets sind immer doch sehr, die sehen immer sehr nach Eisenbahn aus. Muss man einfach sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt top gebaute Modelle auf einer super Platte und dann steht da ein Wald aus noch Tannen. Das geht gar nicht. Die muss man wirklich, also meines Erachtens müsste man die wirklich selber bauen. Die sehen einfach besser aus, wenn man es denn kann. Wenn man es nicht kann und will einfach nur zwei, drei Bäumchen auf die Anlage, auf das kleine Diorama stellen, könnte man zu sowas, was wir hier sehen, zugreifen. Ich würde davon abraten. Es sieht einfach zu spielzeugkraft aus. Man könnte höchstens das Baumgerippe selber, die braunen Teile, als Grundlage nehmen und selbst wirklich mit Beflockungsmaterial arbeiten. Da könnte man eventuell noch was retten. Aber so mit dem Beflockungsmaterial sieht es aus wie Spielzeug. Aber sowas gibt es auch. Ich sag ja, es muss einfach jeder selber wissen, was er für Maßstäbe einsetzt. Das ist eine Premium-Linde von Faller, 15 Euro. Das sieht dann schon ein bisschen besser aus. Die könnte man schon eher als einzelnen Baum in einem Diorama im Hintergrund irgendwo hinstellen, ohne sich dafür schämen zu müssen. Aber 15 Euro, klar. Fertig, so wie sie da steht, in der Packung. Ja? Man muss überlegen, was man will. Sagt man, ich gebe das Geld aus, gibt es auch noch teurer. Ja? Oder ich kaufe wirklich einen selbstgebauten Baum. Es gibt ja Leute, die bauen solche Bäume. Also in Dortmund ist einer, der baut die quasi auf Anfrage. Ne? Die sehen super aus. Ne? Wenn du die fotografierst und ein bisschen mit arbeiten kannst, denkt jeder, das ist ein echter Baum. Das Problem ist, der kostet sein Geld. Also unter 50 Euro geht da gar nichts. Das muss man wissen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich kaufe mir irgendeinen Panzer, für 70 Euro und kaufe drei Voyager-Fotoersätze dazu und bin aber 120 Euro und spare dann 10 Euro am Baum. Das ist bekloppt. Wenn ich den darstellen will in einem Diorama und sagen will, das ist mein Meisterwerk, das habe ich jetzt wirklich, da habe ich jetzt ein halbes Jahr dran gebaut, das stelle ich jetzt hin. Ich habe eine toll bemalte Figur, vielleicht bemalen lassen von einem Kollegen, ist ja noch auch keine Schande, solange man nicht behauptet, es wäre man selbst gewesen. Ja? Und dann stelle ich einen Modellbaum von noch dahin. Das geht gar nicht. Ich meine, dann soll ich das Geld entweder ausgeben dafür oder es lassen. Den Baum meine ich. Das will ich auch noch vorstellen. Auhagen, die haben ein perfektes modular aufgebautes System. Man kauft in diesem Foto nur die Giebel, sonst nichts. Es ist ein Pack mit 10 Giebeln drin. Und man kann dann so eine Garage draus bauen, wenn man entsprechende Mauerteile noch dazu kauft. Man kann Wandelemente kaufen. Da gibt es auch verschiedene Höhen, verschiedene Breiten, verschiedene Fenstereinsätze. Ja? Man kauft nur die Wandelemente, sonst nichts. Also ohne Fenster, ohne Zubehör, ohne Tür, nur die Wandelemente. Also von einer Säule zur nächsten. Jetzt mit Laserpointer wäre es einfacher. Das Ganze gibt es auch mit Industriefenstern. Perfekt für eine Produktionshalle geeignet. Ich rede jetzt wieder 72, Diorama, Militär. Oder vielleicht unter Umständen müsste man das Vorbild recherchieren, auch für eine Flugzeughalle, also kein Feldflughafen, sondern eine richtige, ne, Flugzeughalle, weil man kann die aneinander bauen in unendlicher Länge. Und man kann eine unendliche Tiefe damit erreichen und die Dachelemente kann man ja auch einzeln aneinander bauen. Also man kann dann, wenn man innovativ ist und schöne Vorbildfotos hat, wirklich riesen Gebäude damit bauen, wenn man möchte.
Es gibt Mauern mit Abschlusssteinen. Perfekt, also die sind sehr schön gemacht. Die Preiserteile habe ich mal hier, die können wir uns gleich mal angucken. Es gibt Holzschindeln, also als Dekoplatte aus Plastik. Wenn man also ein Dach mit Holzschindeln, also was ich Eifel oder so, ja, obwohl da ist es ja Schiefer, ne, gibt es auch als Schieferplatten. Ich meine, sowas würde ich persönlich so nicht hinkriegen. Ja? Also mir fehlt die Fingerfertigkeit, ein Holzschindeldach so hinzukriegen. Da greife ich lieber zu Auhakenplatten, 2 Stück für 2 Euro und gebe mir bei der Farbbearbeitung Mühe und hoffe, dass es dann gut aussieht. Ja? Es gibt Leute, die können das besser als Auhaken, aber das sind Einzelstücke und die kosten ihr Geld. Wenn man das kann und die Zeit hat, klasse, dann lacht man über sowas. Wenn man es nicht kann, ist man froh, dass es sowas gibt. Ein kleines Halbholzschindeldach für ein Eifeldiorama, was ich mal 1940. Bastelsets gibt es für Wohngebäude, gibt es für Industriegebäude 1, 2, 3. Da kriegt man einfach Fensterrahmen, man kriegt Fenstereinsätze, man kriegt Schornsteine, Türen, alles Mögliche. Ich kaufe mir ein Bastelset für 10 Euro, wenn ich jetzt nicht lüge mit den Preisen, das sind nur so circa Angaben, ja, und habe Unmengen von Fensterrahmen. Ich kann die Fensterrahmen kaputt machen, ja, kaputtgeschossene Fensterrahmen, ich kann die Fensterrahmen schräg einbauen, ich kann die Fensterrahmen richtig rum einbauen, ich kann die Tür halb heraushängend bauen. Gestaltungsmöglichkeiten ohne Ende, die man so im Plastikmodellbau 72 nicht finden wird. Und wenn dann nur in Resin oder Fotoets für entsprechendes Geld. Treppen, alle möglichen Treppen in einem Set zusammengefasst. War alles Mögliche draus machen. Ja? Auhaken Fenster. Es gibt ein Set nur mit Fenstern, verschiedene Fenster. Mit Fensterfolie. Ja? Man, einfacher kann man es nicht mehr haben, um seine Fertiggebäude oder selbstgebauten Gebäude, das kann man ja auch machen, quasi auszugestalten. Ich kriege aus Debron oder Deperfekt eine Hauswand, kriege ich hin. Mit Bruchstein, Einritzen, das ist alles kein Problem. Nur ein Fensterbau, da bin ich zu doof für. Ne? Dann baue es eben schon so, dass die Auhakenfenster reinpassen. Dann habe ich schon mein Fenster drin. Oder meine Tür. Inklusive Tage. Einfacher kann ich es nicht mehr haben. Das kennt ihr auch alle, diese ungefähr DIN A4 großen Platten, Premium-Wiesen, die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Also was nicht gut aussieht, sind diese Streumaterialien, die man dann so aus der Tüte, ne? Das sieht aus wie die Eisenbahn gewollt, aber nicht wirklich gekonnt. Aber diese Faller Premium-Wiesen, die gibt es in 1000 verschiedenen Vegetationsepochen, die sehen schon ganz ordentlich aus, finde ich. Wenn man sich da noch ein bisschen farblich nacharbeitet und noch ein bisschen Mühe gibt, bisschen mit Airbrushen, ja, dann sehen die richtig klasse aus. Und du hast eine A4 große Wiese am Stück. Du brauchst da gar nichts mehr zu machen. Du schneidest die Wiese handels, passend zurecht. Gut, die Dinger kosten 15 Euro oder so, ne? Nicht gerade billig. Aber du musst nichts mehr machen, außer mit Airbrush noch ein paar Lichter setzen und vielleicht ein bisschen Staubeffekt drauf und Feierabend. Einfacher geht's nicht. Kann mir auch ein Begrasungsgerät von Faller für 100 Euro kaufen und kann die dann selber alle elektrisch aufrichten oder so. Kann auch so eine Platte kaufen. Wenn ich mal sowas mache, warum nicht? Gut, wenn ich eine H0 Eisenbahnanlage von 12 mal 13 Meter begrüne, okay, dann würde ich es anders machen. Ne? Aber ansonsten für ein kleines Diorama 72, geht vielleicht auch für 35, muss man ausprobieren, ob es noch passt. Ne? Warum nicht? Einfacher kann man es nicht mehr haben. Schilfbündel von Faller. Klar, ich kann auch einen Besen klein schneiden. Ne? Habe ich genau dasselbe. Kann aber auch gefertigte Bündel zu je, weiß ich, 15 Schilfstangen einfach einsetzen, fertig. Wie gesagt, ich muss wissen, was ich will. Ja? Also ich habe ein Sonnenblumenfeld von Busch, glaube ich, in so einer Packung. Wenn ich da ein ganzes Sonnenblumenfeld in A4-Größe machen will, brauche ich schon 2, 3 Packungen, natürlich. Aber ich kriege das nicht hin. Die Dinger nehme ich aus dem Ding, aus dem Spritzrahmen raus, ja, verdrehe die Stängel ein bisschen, stelle sie rein, mal sie vorher an, das macht schon Sinn, stelle sie in mein Sonnenblumenfeld fertig. Für mich reicht das. Andere sagen, ja, da musst du von Eduard die Foto geätzten, Papier gelasert und weiß ich was nehmen. Jeder muss wissen, was er haben will. Ja? Ich denke, es muss wirklich jeder überlegen, was will er damit ausdrücken. Ist das das Hauptelement? Ist das der Hintergrund? Ich habe jetzt auf dbv.de von Juvela so Schilfbündel vorgestellt, nee, nicht Schilfbündel, Sonnenblumenstängel vorgestellt. Die sind, wenn man das hochrechnet, boah, ne? Also in 35, ne, ein Sonnenblumenfeld damit, da kann man auch gleich Kredit aufnehmen. Aber die Dinger sind unübertroffen in ihrer Realität, meines Erachtens.
Ja? Man muss wissen, was man will. Wenn man wie der Till Kleiner dann ein Sturmgeschütz in so ein Schilf, in so ein Sonnenblumenfeld stellt, das sieht schon klasse aus. Aber man muss halt auch überlegen, was das kostet. Wenn man sich das leisten kann, sollte man das machen, weil es lohnt sich. Wenn man sagt, das ist mir doch ein bisschen zu heftig, ja, die Alternativen sind da. Das finde ich auch witzig, die Faller Wasserfolie. Ich meine, die sieht langweilig aus. Aber nicht jeder kann aus Acryl und mit Wellenkamm und dies und das. Ja. Und wenn ich ein Wasser- und Flugboot kaufe von Armotte, die neue Do 26 bei Stefan Bayer, ne, und sage, Mensch, die sieht so doof aus, wenn die so rumsteht. Ne, die packe ich in so ein Dümpelwasser im Hafen. Dann mache ich noch ein kleines Beiboot dazu, was irgendwie gerade rüberrudert. Was auch immer halt. Ja. Zwei. Ja, ein Gartenteich, genau. Ja. Ja. Fertig. Also man kann so Sachen wirklich einsetzen. Sie kosten nicht viel, man kriegt sie überall und man muss einfach überlegen, ob man damit zufrieden ist. Wenn man sagt, oh, das sieht doof aus, dann kann man sie immer noch mal. Ne? Oder man greift gleich zum Premium-Modellwasser. Ich habe mal dieses Stillwater-Effekt von Vallejo probiert. Wenn man es richtig anwendet, ist das toll. Ist Feierabend, genau. Also es gibt jede Menge Produkte im Modellbau und es gibt halt auch Produkte im H0-Modellbau. Und was mir aufgefallen ist, diese H0-Modellbau-Sachen, die sind echt idiotensicher. Ich weiß nicht, ob Eisenbahnmodellbauer Idioten sind oder ob die Leute bei Falle einfach, geht ja alles online. Nein, die Eisenbahnmodellbauer sind natürlich keine Idioten, wir wollen ja keine Vorurteile. Aber die sind echt teilweise, echt, die sind so beschriftet, die sind wirklich idiotensicher. Du kannst. Ja, genau. Alles andere. Das rollende Material ist das Wichtigste. Und was nebenbei ist, ist eben nur Ausgestaltung. Und die Hersteller greifen wohl darauf zurück und sagen, okay, wir machen das so, dass wirklich jeder Deck damit arbeiten kann. Und für uns ist es ein Vorteil, weil wir sind ja auch nicht gerade die Klügsten in der Regel. Und wenn man ein idiotensicheres Anwendung hat, ist ja immer gut. Ne? Bevor wir die Küche in die Luft sprengen oder so, weil wir irgendwelche Mixturen zusammenmischen. Ne? Irgendwelche Resin-Mixturen und das war's schon. So, jetzt habe ich hier vorne noch ein paar Sachen liegen. Also was mir bei Preiser sehr gut gefallen hat, sind diese, die sehen dann so aus, da gibt es zwei verschiedene Sets. Solche Mauersets kosten so 10 bis 12, 13 Euro. Der Kameramann schwenkt eben auf das Set. Nicht auf mich, auf das Set. Jetzt machen wir mal eben Schleichwerbung für Preiser. Weil die Sachen sind auch wieder modular aufgebaut. Wir haben also teilweise Mauersets, die sind hinten einfach flach. Die werden also irgendwo gegen einen Hintergrund geklebt und sind nur quasi als Blende gedacht. Wir haben Mauerteile, ich hoffe, da sind jetzt welche drin. Die sind jetzt alle flach, das war ja klar. Wir haben Mauerteile, wir sind ja flexibel. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich rede und rede und rede. Ach, mach mal einfach, red weiter, ne? Sag meine Frau auch immer, solange du redest, machst du keinen Quatsch. Ne? Ja, Frauen können manchmal grausam offen sein. Ne? Ich kriege das Ding nicht auf. Also die sind halt auf der Rückseite, die sind auf der Vorderseite strukturiert und auf der Rückseite, jetzt mache ich mal hier ein Fake, sind sie auch strukturiert. Vorderseite, Rückseite. Wie im Kochstudio, wir haben da mal was vorbereitet für sie. Das heißt, ich kann die als Verblendung benutzen. Ich kann die als Verblendung benutzen und ich kann sie auch als freistehende Mauer mit einem Abschlussstein, den habe ich ja hier auch dabei, quasi in die Pampa stellen. Und der Vorteil ist, es gibt tausend verschiedene Varianten, das anzuwenden. Wir haben extra so einen Plan beigelegt, welche Teile für welche Anwendung zu verwenden seien. Und das hier oben, ich komme aus Rheinhessen, Weingebiet, das hat mir am meisten gefallen, das werde ich auch mal irgendwann machen. Weinlese, also nicht mit so einem altertümlichen, komischen Gerät, sondern schon mit Trecker und so. Ne? Ja? Also man kann damit alles machen. Ich kann Keimmauern machen. Ich kann, das fand ich auch ganz hübsch, mit dem Haus. Ne? Ich kann das Haus quasi auf eine Erhöhung stellen und kann drumherum eine Treppe und was weiß ich alles machen. Also man kann mit diesen Sachen, weil das eben alles modular ist. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann mit Auhagensets wirklich modular mir zusammenbauen, was ich möchte. Ja? Mit sowas kann ich nicht viel machen. Ich kann nur das Häuschen bauen. Aber auch das kann man prima für alles Mögliche verwenden. Zur Ausgestaltung von kleinen 72er Dioramen. Ich wüsste jetzt auf Anhieb keine Verwendung, aber es gibt bestimmt eine. Ja? Und die Dinge, die kriegst du überall nachgeworfen. Ja?
kann man umbauen zu allem Möglichen. Ja? Ja, oder du kannst eine Tabakgrafik draus machen, wie 1938, ein paar begeisterte, ja, genau, Österreicher, ne? Ohne Bart, mit Bart, je nachdem. Und da paradiert dann eben gerade die stolze, heimkehrende, einverleibende, okkupierende Wehrmacht, Faschisten, wie auch immer halt, ja? Die marschieren halt vorbei. Kann man machen. Ich glaube, das Diorama wäre auf vielen Ausstellungen nicht so gerne gesehen, zumindest hier in Deutschland. Ist ja immer noch so ein unschönes Thema. Ne? Aber sowas könnte man damit machen. Oder, also machen wir es ein bisschen harmloser, eine Tabakgrafik und die Frau küsst... Bitte? Genau, ne? Küsst ihren Mann auf Wiederschauen oder so. Ne? Und im Hintergrund wartet der LKW von der Wehrmacht, der Opel Blitz, wo sie alle drauf und dann ab nach Osten oder so. Ne? Themen gibt es genug. Ja, nicht nach Hoyerswerda, nach Osten, richtig nach Osten, Thomas. Ne? Nein, ich hetze nicht über Klischees, du fängst damit an. Was ich auch ganz hübsch fand, habe ich auch schon mal verwendet, das ist ein Bauwagen. Sieht man das? Kann man das erkennen? Ja? Da kann man prima MiG-3, Hobbyboss, 5 Euro, ich mache da Schluss. MiG-3 von Hobbyboss, 5 Euro, kostet nicht viel, ist sofort zusammen, wir klatschen diese Easy-Kit-Bausätze. Wie gesagt, wir legen keinen Wert auf Detaillierung und Akkuratesse und weiß ich was alles. Und daneben das Teil als Flugaufsicht. Da kommt noch ein Aufkleber irgendwie drauf, B, Faschistri Jugadino, also zerschlag die faschistischen Viper und fertig ist ein Kleindiorama. Hat mich zusammen 7 Euro gekostet, Arbeitszeit, Zusammenbau, weiß ich, eine halbe Stunde, das Bemalen wird das teuerste, das längste sein. Ja? Ich habe ein wunderbares kleines Diorama, was ich auf eine kleine Grundplatte, das lernen wir dann ja nachher, wenn ich die Grundplatten mache. Ne? Fertig, was will ich mehr? Also man kann mit einfachen Dingen wirklich viel erreichen, wenn man wirklich sagt, es kommt mir nicht auf Akkuratesse an, es kommt mir auf eine Stimmung an, auf irgendeine Szene, wo man sagt, toll. Und wenn man dann da hingeht und misst dann die Tragfläche von der MiG-3 nach und sagt, der Auspuff stimmt aber nicht, dann sage ich, aber sieht doch hübsch aus, oder? Man muss manchmal entwaffnend einfach sein und sagen, ist doch einfach nur hübsch, oder? Conchita Wurst ist auch einfach nur hübsch, oder? So, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Finito, ich bin fertig. Hallo, Maestro, ich habe fertig. Achso, Moment, ganz kurz, bevor ich den Saft abgedreht bekomme. Der nächste Workshop gleich im Anschluss wird von Ralf Theis gemacht. Nein. Zum Thema. Nein. Fällt aus. Fällt aus. Wagner. Wagner? Ja. Ach, hier sind Durcheinander immer. Ja, ja. Zum Kram mit mir. Also es gibt jetzt irgendeinen Workshop von Heinz Wagner mit irgendwas. Ja. Ich weiß nicht mehr.